Noch mehr Eisen. Hätten wir gleich auf Felge gestiegen, wir waren vermutlich schon halb durch. Ja, das hat mir vorher nicht an. Warum so viel schwerer ist. Ja. Jetzt kommen wir gleich zum Boss und macht das wieder Platz. Ja, das eh, aber wo geht's jetzt? Alright, gut. Also ich denke mal, die Kanalisation, wo Max da gerade steht, wird wieder die Haupt quasi sein. Die Hauptdings. Okay, aber schon wo ist die andere? Haben wir noch nicht, aber es gibt ja hier noch einen Weg in die andere Richtung. Weil das Layout der Map ist sehr gleich, sie haben es einfach nur ein bisschen verändert. Aber so an sich ist genau dasselbe. Kleine Biegung, dann geht es nach links und nach rechts. Interessanterweise... Achso, weil ich noch nicht unten langgelaufen bin wahrscheinlich. Ja, doch jetzt, okay, alles klar. Dass Albtraum eher als New Game Plus gedacht ist. Wenn du deine Charaktere hast und die schon aufgerüstet sind, dass du dann Albtraum anfängst. Ja, dann geht's aber glaube ich nicht weiter. Nö. Aber da ist noch ein Weg, sieht man auch auf der Map. Ja, okay. Dann also laut Map gibt es da einen Weg. Schauen wir mal. Dann laufen wir. Die Map behauptet, dass die Map da weitergeht. Ja, hier drüben. Ja. So, mal sehen. Oh, da oben lag noch was. Hab ich vergessen. Ja, hier ist auch ein Eingang. Nehmen noch, lauf noch mal kurz zurück, da oben lag ein goldschimmendes Etwas. Ja. Ja, okay, also es ist schon so, dass man merkt schon ganz klar, dass die Map an sich immer dieselbe ist, so vom Layout her, sie halt nur ein bisschen anpassen, aber ist ja auch schon cool. Ja. Und 40 Eisen. Ach, okay. Das Ding ist, wir haben wahrscheinlich beim letzten Mal auch so viel bekommen, weil wir haben ja echt schon viel aufgerüstet. Und wenn du das zweite Mal durchgehst, kriegst du halt nicht mehr so viel. Ja, ist weggerannt. Ich will gucken, ob ich es abbrechen kann. Oder ob es, wenn es einmal eingeloggt ist, dass es dann eingeloggt ist. Simulator. Wir können den Checkpoint erstmal auslassen, erstmal gucken, ne? Ob das hier wieder. Ja, guck mal, ist wieder Junk Town. Was sind das für Geräusche? Okay. Und wieder der Dude mit der Maske. Okay, diesmal lassen wir versuchen, mal ein Leben zu lassen. Geht unten. Aufhören! Ich weiß. Lenk ihn ab! Wo kommst du denn her? Oh, ich will jetzt das. Bitte nicht wieder. Verletzt? Nein, nicht verletzen. Ich hab versucht, mit ihm zu reden, aber dadurch, dass ihr irgendwie rumgerollt seid, hat er sich das halt gedreht. Und ich konnte ihn nicht ansprechen. Nein. Ich hab nichts. Kann ich tauschen? Kann ich ziehen? Nichts. Sag ihm nicht, dass er die Maske runterziehen soll oder sowas. Verbunden. Alle sehen, okay, alle sprechen also, und unterbrechen, bis sie als eine Stimme reden. Ich kriege halt nochmal die Maske. Ich kann nicht. Hilfe. Hilfe. Jenseits von Hilfe. Die ganze Welt fährt in die Hölle. Der Zerstörer. Er sieht dich. Er weiß, was du vorhast. Alle wissen es. Vergessen. Hat jemand einen Heilpool offen? Alles vergessen. Nee. Nichts vergessen. Die Eiche ist total. Die Eiche beobachtet, ja? Sie beobachtet immer. Tausend Augen und Münder. Flüsternd wartend. Flüstern. Nein, nichts gefunden. Nichts gesehen. Nichts. Geflüster. Du musst gehen. Wer will nicht? Lass mich. Hör auf zu fragen! Okay, nicht nachfragen. Welche Eiche? Ich glaube, der rastet immer aus, oder? Bitte, aufhören! Ich habe ihn jetzt normal angesprochen, weil noch andere Auswahlmöglichkeiten da waren. Ja, nicht, aber nicht. Ja, gut. Aber sei still, sie können dich. Nein! Verdammt, nein! Okay.
Okay, ich hab gedacht, das wieder aus, hört sich so an. Also man kann ihn letztendlich zum Ausrasten bringen und seine Maske bekommen. Haben wir aber schon gemacht. Okay. Also, na den. Checkpoint echt nicht nehmen? Ja, also, ja, woher sind die Monster kommt da jetzt wieder. Ja, stimmt. Ja gut, dann können wir ihn auch nehmen. Hast recht. Hast du recht. Ja, danke, danke. Oh! Es ist die gleiche Treppe. Ich dachte, das wäre ein Gang in eine andere Richtung, das wäre eine Tür. Simulacrum. Im Mittel. Oh. Guten Tag. Oh, alles klar. Moin. Das ist eine nette Begrüßung. Nächstes ist einer. So. Also geht der schnell down. Jetzt jumpt er voll cool durchs Fenster. Bäm. Krasser Move. Ist immer so einer. Alter Spiel. Oh, jetzt hat er sich umgedreht und sich geschlagen. Mistmade. Ich bin dem immer perfekt ausgewichen. Jetzt trifft er mich mehrmals. Hol ihn hoch. Jo. Hinter dir. Ja. Zünd mich an für die letzten paar Minuten, Sekunden. Nordin. Ich könnte einmal heilen, wenn ihr wollt. Oh, jetzt kommt der Checkpoint gleich. Sollte ja eigentlich kommen. Wir haben es geschafft. Bin mal gespannt, wann es, wie lange es dauert, bis die ersten alleine auf Albtraum spielen. Die ersten sind bestimmt schon dran. Ich vermute ja. Auch, ja. Und wann die ersten anfangen, das auf Albtraum zu speedrun? Oh. Da sind die Blutschüsse. Verzeihung. Sind zweimal an mir vorbeigesprungen, während ich geduckt war? Mich nicht gesehen, weil du geduckt warst. Aber das ist doch dein Skill. Dass die Gegner haben gedacht, sind. Ich wäre einer von ihnen. Weil ich so klein war. Ja, weil du die gleiche Höhe hast. Ja. Mit einem kritischen Treffer one-shot ich die kleinen Viecher jetzt. So. Wie Eisen!
Oh Mann, ist das eine schwere Arbeit, hier vorwärts zu kommen. Oh, Puma! Braucht auch keine 50 Schüsse mehr. Das ist schon seltsam. Eisen! Okay, also wenn ich sehe, wie einfach vergleichsweise schon auch schwer ist, wundert mich das nicht, dass jemand auch normal nur 11 Stunden braucht. Rechts liegt super geiles Loot. Und ein Viech ist aufgetaucht. Band des Wissens, ein Eigenschaftspunkt. Sehr gut. Hinter uns der Eilpfeil hat ihn mit dem Schwert. Dann. Guten Tag. Oh. Die Knutschis? Oder einer nur? Gut, tschüss, komm. Joa. Grenzen auf schwer. So, wir, sollten jetzt, wir sollten uns jetzt nicht beschweren. Nee, das ist richtig. Also ich würde mal behaupten, schwer ist normal, normal ist leicht und Albtraum ist schwer. Ja, nee, es ist eigentlich so, schwer ist normal, normal ist leicht und Albtraum ist Albtraum. Das sind so die Abstufungen. Oh! Oh. So. Da bin ich persönlich auch immer nicht so ein Fan von, wenn die Abstufungen so extrem sind. Mhm. Links leuchtet irgendwas Grünes, geradeaus leuchtet irgendwas Grünes. Was Lilanes. Wobei wir natürlich auch dazu sagen, Lila? Wo liegt das Revolverhelden? Das wäre jetzt natürlich auch schon hochgepowert. Also Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit um 10 und 20 Prozent. Das ist aber nett. Habt ihr jetzt auch alle einen Verband bekommen oder kriegt ihr sowas auch dann nur, der das aufsammelt? Habe ich nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, ich habe einen bekommen. Okay, da sind wir beim Checkpoint. Okay. Ja, ne? So, probieren wir nochmal oder nicht? Oh, klar. Mal sehen, ob es derselbe ist. Wer röchelt denn hier schon wieder? Entschuldigung. Immer diese Asthmatiker. Echt, die kann ja, ich gar nicht leiden. Hab hier einfach nicht aufgehört. Er stirbt einfach immer weiter. Checkpoint! Ich hab's ja verstanden. Ist aber ein geiles Husten, finde ich. So völlig. Halbes Lachen. Ja. Also das ist völlig ungehemmt. So.
Huch, geht's hier noch weiter? Ah, ne, da ist es. Das gefällt mir schon mal nicht, dass der Weg so lang ist. Ja, aber wir machen ihn jetzt ja First Try. Ja, das stimmt. Alright. Oh, nee, ist ein anderer. Der kann aber, glaube ich, mit Mobs neben dran auch ekelhaft werden. Ja. Blutfaust. Schädelspalter. Hier sind Boomer. Oh, fuck. Ich wurde gerade von hinten von einem Boomer explodiert. Auf wen hat er Fokus? Auf mich. Okay. Ja. Und ich bin verseucht. Oh, Boomer! Oh! Ah, das ist... Boah, er hat mich auch erwischt. Das war mal AOE. Der hinter dir, der kommt. Boomer! Ah! Oh, ich glaube, das hätte mich auf Albtraum noch viel mehr abgefuckt, der Kampf hier. Oh, fuck, er hat mich wieder erwischt. Das Stage ist ganz cool. Würde ich sagen. Ja. Ja gut, spiel das mal 10-mal auf Albtraum, dann ist die Stage wahrscheinlich weniger cool. Ich helfe jetzt wieder mit beim Kampf und guck nicht mehr. Ja, oh, Boomer. Oh Mann, diese fucking Boomer. Du Viechdünse. Wow. Die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Hab sie. Okay. So, das war's. Mehr kann ich nicht. Achtung. Oh, Boomer. Ja, ich hab grad gehustet. Okay, gut. Also, Öl auf jeden Fall mit reinnehmen. Oh nee, er sollte doch mich da hochklappen, du sollst dich rollen. Guck mal. Oh, ich hab festgehangen! Hat er auf dich Fokus? Ja. Um das zu behalten, ich hol Erik hoch. Guck mal hinter dir, Erik. Ja. Guck mal. Hinten kommt, bei mir kommt noch einer. Noch einer. Down. Oh Gott! Oh, keine Ausdauer mehr. Ja. Okay, aber das, ja. Muss man vielleicht ein paar Runden drauf einstellen, aber dann. Ist noch nichts vorbei. Oma? Oh Gott! Noch einer. Das Vieh. Ein Nicht-Schutzwesen! Also, wie ich sagte, muss man sich ein paar Runden drauf einstellen. Ja, den machen wir jetzt. Das Work ist ja kein Ding, ey. So, ich nehme jetzt auf jeden Fall das Öl damit rein. Also, wollen wir uns nochmal aufpushen vorher? Fällt mir gerade ein. Ah, ich würde jetzt würde ich jetzt gerne warten, was der droppt. Ja, lass okay, ja, stimmt, machen. Hast recht. Dann machen wir es einfach gut. Ich mir wünschen würde, wäre das mal. Übermütig, ey. Wollen wir nochmal aufrüsten? Nee, komm, wir töten ihn jetzt einfach, ja. Ja, wir hatten ihn jetzt schon auf ein Viertel runter. Also, das sollten wir hinkriegen. Ja, das stimmt. Was ich mir am meisten wünschen würde als Verbesserung, wäre, dass es unterschiedliche Tasten für irgendwo rüberklettern und für Rollen gibt. Bei mir passiert das so oft, dass ich mich irgendwo rollen möchte und dann springe ich irgendwo runter oder rüber oder rauf. Also. Niemand kommt schon. Och, dass du mich da erwischt hast. Wow! Der ist ja genau neben mir.
Zenneke. Er kommt angerannt. Oma. Ja. Noch einer bei mir. Oh Gott, ey, dass ich das überlebt habe. Oh, was hat mich jetzt getroffen? Wer hat mich hier mit einer Munition abgeschossen? Oma. Boah, fuck. Das war knapp. Da konnte ich mich nicht mehr rollen. Ich lebe ja noch. Ist ja absurd. Völlig ungewohnt. Ja. Was hat mich getroffen und ich lebe noch? Boomer. Ich sehe sie nicht. Wo denn? Oben, von ganz von oben. Ah, da. Komm. Hier. Oma. Okay. Shit. 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 Mach mal hier gerade den Kreis und eine Schaden machen. Hey, Oma. Oh, danke. Ja, wobei ich glaube, der wäre sogar auf Albtraum aufgegangen. Weißt du, weil die Boomer kann man sich selbst hochjagen lassen, auf die muss man nicht mehr schießen. Aber frustrierend wäre es trotzdem gewesen. Ach, bin da. Ja. Aber er wäre besser gegangen als das Phantom. Bull. Boomer. Stimmt, 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 stimmt. Oh Gott. Irgendwie hol ich trotzdem hoch. Wir haben ihn. Sehr gut. Jawohl. Stachelnmasse. Stachelnmasse. Weißt du, was ich glaube, was das ist, Niklas, was du dir gewünscht hast? Das ist ein fettes Zweihandschwert. In Nahkampfwaffe kann ich es nicht ausrüsten. Muss man wahrscheinlich erst bauen. Möglich. Bei der Toller. Um erstmal alles zu durchlooten, was es zu looten gibt. Na toll, wegen unseres ersten Bosskampf-Kills lag ich tot am Boden. Das war meine Rolle. Oi. Loot. Ist gut. Und das findet auch YouTube. Weil YouTube der Loot gut tut. Krasse Rhymes. Das sind nicht meine Rhymes, sind Hides Rhymes mit dem Lied, was er für uns gesungen hat. Zwar nicht mit Loot, sondern mit Wut, aber. Genauso gut. Genauso gut. Zielt er erstmal auf mich. Nur weil ich hustend um die Ecke komme. Auf zu husten! Hör auf zu husten jetzt! Jo, jetzt. Gut. Okay. Dann schauen wir mal, was geht, wa? Mit unserem Stuff. Mit unserem neuen Stuff. Ist der? Nice. Unterwegs. Unterwegs. Bin echt gespannt, was es da gibt. Was wir jetzt bekommen. Ich glaube, wir gucken, ob jetzt überhaupt ein Checkpoint kommt oder ob wir zu dem Formboss zurück müssen. Fragen über Fragen. Bestimmt. Kein Checkpoint. Aber wir sind jetzt hinter dem, hinter der Tür. Ja. Na gut. Aber da oben, ach nee, warte mal, da oben kommt einer, oder? Ach, wir sind wieder hier. Ja. Mhm. Okay. Mann, jetzt reicht's aber mit euch beiden. Jetzt Granaten gebe. Das tut uns leid.
So, wo ist denn der hier, der gesungen hat? Ja, genau. Da ist ein Checkpoint. Das ist aber ein anderer Checkpoint. Okay. Also bei mir sieht der Ort mit Donald hat eine Farm. Ja, bei mir auch. Mhm. Cooler Typ. Waffenmod. Du hast ausreichend Ressourcen, um eine Waffenmod herzustellen. Kehre nach Station 13 zurück und sprich dort mit Ave McGabe. Okay. Aber erstmal gehen wir noch zu dem Typen nach oben, ne? Oder? Nicht? Nee, schon wieder zurück. Nein, zurück. Einmal zurück, kurz gucken und dann reicht's heute. Ja, genau. Schwarze Träne. Hey, wir sind wieder da. Schwarze Träne. Willkommen bei Videospiel-Item oder Rammstein-Song. So, wer will sich jetzt das Zeug holen? Ja, ich bin jetzt nicht hingelangt. Dann hol dir. Nee, nee, ich meine, hol, und zwar jetzt eine ernsthafte Frage. Nicht ein Zeigen. Ja, schön, dich wiederzusehen. Sie hat auch Luminentkristalle jetzt. Okay. Also von mir aus kann einer von euch sich das holen. Wir haben ja mittlerweile so viel Zeug bekommen. Wird schon passen. Dann nehme ich's. Keiner ist will. Ich geh mal zu Ava. Soll ich alles nehmen? Ja, machen wir. Ja, so neue Waffen oder Rüstung gibt's jetzt nicht. Aber es gibt eine neue Waffenfertigkeit. Dornenmantel verringert 60 Sekunden lang den erlittenen Nahkampfschaden um 50%, reflektiert 200% des erlittenen Nahkampfschadens und verringert Traumen bei einem Treffer. Hallo nochmal. Hm. Ah ja. Das geht ja so. Ist jetzt nicht so geil, wie man sich das erhofft hat, ne? Kopf hoch. Irgendwie nicht so, ja. Schön, dich zu sehen. Hey, du. Bis später. Na, obwohl, kann man die Dinger auch in die Nahkampfwaffe reinstecken? Nee, glaub nicht. Nee. Ja, dann ist das Schwachsinn irgendwie. Ich kann jetzt übrigens nichts mehr. Ach doch, bei Nahkampfwaffe könnte ich aufrüsten, aber ich benutze sie selten. Aber ich habe jetzt alles aufgerüstet: Hauptwaffe, Nebenwaffe und die Rüstung komplett und immer noch 23 Eisen übrig. Passt da draußen gut auf dich auf. Brauchst du was? Ja, ist schon ganz geil, die Mod, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht einem von meinen rausnehmen dafür. Ja, Heilen und Feuer, Brandmuni ist schon eigentlich nice. Naja. Ich überleg jetzt, ob ich die Repetierpistole tausche gegen die Maschinenpistole. Ja, wie gesagt, aber also wenn ich eine Schrotflinte hätte, würde ich über die Repetierpistole nehmen, einfach weil sie eine höhere Reichweite hat. Ja, okay. Ich habe halt das komische Mini-Ding genommen, weil ich halt ein Jagdgewehr habe für große Entfernung und die Pistole ist eher so mittelnahe Entfernung. Bittelskopf, man kann sich bei ihr irgendeine Waffe machen. Ja, ich hätte ich auch gedacht. Dann wollen wir mal sehen. Es gibt ja auch Bosswaffen, stand ja auch da. Ja. Aber es scheint dann nicht mal. Vielleicht gibt es Bosswaffen auch wirklich nur von den World-Bossen. Sicher. Schade. Na gut. Aber haben wir ja was für das nächste Mal darauf hinarbeiten können. Ja. Ja, und das wird relativ schnell gehen. Mal irgendwie die Ruckzug, wie das jetzt gerade gemacht haben. Ja, vermutlich. Mach's gut. Wir sind jetzt schon echt gut ausgerüstet gerade. Also, ich habe jetzt alles auf Maximum. Ja, ich auch. Also meine Nahkampf finde ich aber ansonsten alles auf Maximum. Ich habe meine Waffen und Rüstung komplett auf Maximum. Ja. Okay, gut. Dann fassen wir jetzt alle nochmal den glänzend leuchtenden Kristall an. Ja. Und dann hört ihr uns beim nächsten Mal bestimmt wieder motivierter. Ja, motiviert. Ja, aber bitter, würde ich sagen. Ja. Hoffentlich, sondern sicher. Ja, ja. Wir machen es dann, ab jetzt kannst du nur noch bergauf gehen. Das ist richtig. Wir nehmen Albtraum dann als New Game Plus. Ja, na mal schauen. Schauen wir mal. Na was gut. Die Zukunft bringt. Genau. Dann, ja, bis irgendwann im nächsten.
oder so.